Das Seemonster in Skull and Bones mag auf den ersten Blick sehr bedrohlich wirken, aber es ist gar nicht so schlimm, wie man meinen mag. Denn bereits mit einem Schiff der gehobenen Mittelklasse ist es durchaus möglich, das Seemonster auch solo zu besiegen. Und das zeige ich euch in diesem Video. Damit ihr gegen das Seemonster kämpfen könnt, braucht ihr erst einmal eine Quest, die euch dorthin führt. Wenn ihr die Anfangsquest für das Seemonster bereits gemacht habt, werdet ihr im Spielverlauf immer mal wieder Gerüchte über das Wispern in der Tiefe hören. Wenn ihr dieses Gerücht bekommt, dann fahrt ihr einfach zu der Stelle hin und dort findet ihr dann erneut das Seemonster. Warum es durchaus Sinn macht, das Seemonster zu farmen, erzähle ich euch am Ende des Videos. Jetzt erstmal zu meinem Loadout, damit ihr seht, dass man wirklich kein absolutes High-End-Schiff braucht, um das Monster relativ easy zu besiegen. Schauen wir uns hier einmal meine Bewaffnung an. Vielleicht erstmal allgemein. Ich habe hier eine, wie heißt sie noch? Pade Wakang oder wie man es ausspricht, auf Stufe 7. Die ist eigentlich auf Stufe 5. Durch meine Ausrüstung habe ich sie etwas über 7 gepusht. Also gehobene Mittelklasse, kann man sagen. Wenn wir uns jetzt einmal die Bewaffnung anschauen, habe ich frontal meine Bombarde, meine Brandbombarde dran. Das würde ich euch auch empfehlen. Bombarden generell eine relativ starke Waffe und wenn man einigermaßen das Aiming mit der drauf hat, kann man mit der Bombarde wirklich ordentlich Schaden an dem Seemonster machen. An den Seiten bin ich dann relativ standardmäßig ausgerüstet. Hier einmal mit einer Vollkanone auf Stufe 3 und hier haben wir nochmal Skurlocks Verfolger, die bekommt ihr im Laufe der Storyquests, die auch ähnlich stark ist wie die Vollkanone auf Stufe 3. Hinten dran habe ich mir dann die Sprengtorpedos gebaut. Mit denen muss man ein bisschen aimen, aber auch die können ordentlich Schaden machen. Ist ein bisschen schwer, das Seemonster damit zu treffen, wenn ihr seine Schwimmbahn ungefähr seht, dann aimt immer ein bisschen voraus und dann könnt ihr auch in dem Fall, dass das Seemonster hinter euch auftaucht, mit einem Torpedo reinballern. Zu guter Letzt habe ich hier noch als Ersatzwaffe oder wie man es nennt, eine Leopold 1. Zur Panzerung, da habe ich eine eiserne Hülle auf Stufe 2 und meine Ausstattung sieht jetzt auch nicht so toll aus. Ich habe den Signalgong mitgenommen, dann hier noch einen Schleifstein, Calverine 1 und ein die Pulverfässer am Bug auch auf Stufe 1. Und mit dem ganzen, ja, Standardkram, den ich hier ausgerüstet habe, war es relativ einfach, das Seemonster zu besiegen. Und ich habe mich dabei sogar auch noch dezent dämlich angestellt. Also könnt ihr es auch schaffen. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier einmal an. Es ist Kuharibu! Ich habe mir gerade Zeit gemacht! Balas! Beschützt die Fracht! Thank you.
Warum es nicht nur spaßig ist, das Seemonster zu farmen, sondern auch einen tieferen Sinn hat, liegt an dem Loot, den ihr vom Seemonster bekommt. Der mag auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so spektakulär aussehen. Wir bekommen nämlich immer ein bisschen Fleisch vom Seemonster. Das haben wir hier, da können wir uns was Schönes draus kochen. Das, was wir eigentlich haben wollen, sind die Zähne vom Seemonster. Denn aus diesen Zähnen kann man sich im weiteren Spielverlauf die wohl beste Panzerung fürs Schiff bauen. Von daher macht das Ganze halt tatsächlich Sinn, ein bisschen Seemonster zu farmen. Was sind eure Erfahrungen mit dem Seemonster und für welche dicken Brocken möchtet ihr gerne noch Guides haben? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Skull & Bones versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen!